Ich begrüße Sie recht herzlich heute hier in Brüssel. Heute Mittag werden wir das Thema Türkei-Krise, ich sage bewusst Krise, abhandeln im Europäischen Parlament. Ich persönlich stehe der Auffassung, dass wir der Türkei sofort die Gelder entziehen müssen. Wir lassen uns nicht erpressen als Europa. Wir müssen diese Gelder zielgerichtet einsetzen in den Ländern Georgien, Aserbaidschan, Armenien und Griechenland, wo wir entsprechende Flüchtlingsstädte, ich rede bewusst von Städte, nicht von Camps, Flüchtlingsstädte errichten können. Wir sind heute in der Lage, dieses ziemlich zeitnah und schnell umzusetzen, technisch. Das ist überhaupt kein Problem, ist nur eine Geldfrage. Und bevor wir insgesamt 8 Milliarden an die Türkei geben, jährlich an Gelder für Flüchtlingscamps, die nicht menschenwürdig sind, wo die Türkei ihre Verpflichtung nicht nachkommt, die Menschen zu versorgen, lasst uns lieber diese Gelder in die Hand nehmen in den Ländern Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Griechenland zum Beispiel, Flüchtlingsstädte zu errichten, wo die Menschen menschenwürdig untergebracht werden, vor allen Dingen die Kinder und die Frauen und die älteren Menschen, und wo wir diese Menschen auch Hoffnung geben können und wo natürlich klar ist, dass die Menschen eines Tages in ihre Ursprungsländer zurückgehen müssen. Wir müssen dieses Not und Elend beseitigen und dazu, wie gesagt, Flüchtlingsstädte errichten. Und Europa kann dies leisten, da bin ich mir relativ sicher. Und wir müssen die Türkei in diesem Sinne isolieren. Erdogan darf mit seinen Erpressungsversuchen einfach nicht durchkommen. Punkt.